Hallo und herzlich willkommen bei Krimi-Puzzle zu einem neuen Video. Im heutigen Video stelle ich euch einen Fall vor, der von einer Zuschauerin gewünscht worden ist. Das heißt, wenn ihr Fallvorschläge oder Wünsche habt, lasst dies gerne in den Kommentaren da. Ich werde sicherlich auf den einen oder anderen Fall in der Zukunft näher eingehen. Der heutige Fall spielt wieder einmal in den USA. Und wir blicken zurück in das Jahr 2009. Es geht um das seltsame Verschwinden von Stephen Kocher. Zunächst wieder einmal wie gewohnt ein paar Informationen über die Person, über die wir heute sprechen, Stephen Kocher. Er ist im Jahr 1979 in Amarillo in Texas geboren und hatte drei Geschwister. Er war sehr aktiv in seiner Kirche und galt als frommer Mormone. Außerdem war er sehr engagiert bei den Pfadfindern. Er machte einen Abschluss auf der Amarillo High School in seiner Heimatstadt und ging anschließend aufs Riggs College und später an die University of Utah. Dort machte er einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften. Anschließend war er als Missionar in Brasilien tätig und lernte dort auch die Sprache, Portugiesisch. Nach seiner akademischen Laufbahn arbeitete er mehrere Monate im Büro des Gouverneurs von Utah. Anschließend war er aktiv für die Davis County Clipper, einer Zeitung, die von seinem Vater veröffentlicht worden ist. Er zog später nach St. George in Utah. Ab dem Jahr 2007 arbeitete er für die Salt Lake Tribune, eine digitale Werbeagentur. Anschließend folgten mehrere kleinere Stellen. Unter anderem arbeitete er für eine andere Internetwerbefirma. Und danach verteilte er Flyer für eine Fensterreinigungsfirma. Es war gerade eine große Rezession in den USA. Und die Jobs waren rar. Er tat sich schwer, eine passende Stellung zu finden. Er geriet bald in finanzielle Schwierigkeiten und konnte seine laufenden Kosten, unter anderem die Miete, nicht mehr decken. Er war bereits mehrere Monate im Rückstand mit seiner Miete und der Stromversorger drohte mit der Kündigung. Stephen war aber weiterhin aktiv auf Jobsuche und suchte auch mit Hilfe seiner Gemeinde nach neuen Stellen. Aber zunächst gab es hier leider keinen Fortschritt zu berichten. Wir blicken nun ein bisschen nach vorne, genauer gesagt in den Dezember des Jahres 2009. Hier beginnen einige seltsame Roadtrips, die Stephen unternommen hatte und die später bei seinem Verschwinden eine große Rolle spielen sollen. Wir beginnen mit dem 10. Dezember 2009. An diesem Tag fuhr Stephen Kocher früh los. Er fuhr zunächst 480 Kilometer nördlich auf der Interstate 15 nach Salt Lake City. Er tankte dann dort Benzin. Anschließend war er auf der Interstate 80 nach Westen unterwegs, wieder 201 Kilometer, bis nach West Brandover in Nevada. Dort tankte er erneut. Anschließend fuhr er weiter, wieder 160 Kilometer zur Ruby Valley Ranch. Dort wohnte die Familie seiner Ex-Freundin. Die Eltern seiner Ex-Freundin waren überrascht, Stephen zu sehen, dass er zu Besuch gekommen war. Er hatte sich nicht angekündigt. Seine Ex-Freundin war auch nicht vor Ort. Aber die Eltern servierten ihm ein Mittagessen. Die drei aßen zusammen und Stephen sagte, er sei angeblich auf dem Weg zu Verwandten, die in Sacramento in Kalifornien wohnten. Aber der Punkt hierbei ist, er hatte gar keine Verwandtschaft dort. Wieso sagte er das? Nach 2 Stunden auf der Ranch bei den Eltern seiner Ex-Freundin kehrte er nach St. George zurück. Er hielt erneut auf dem Rückweg in Salt Lake City und in Springville, um zu tanken. Außerdem aß er zu Abend in Nephi. Insgesamt fuhr er an diesem Tag über 1800 Kilometer. An diesem Tag, den 10.12.2009, telefonierte Stephen auch mit seiner Mutter. Das kam hinterher raus. Sie sagte, er wirkte trotz seiner finanziellen Sorgen optimistisch und er freute sich schon auf Weihnachten und schmiedete Pläne. Er wollte Weihnachten nach Hause kommen und er sagte ihr nichts zu seinem Roadtrip. Er erwähnte die große Reise mit keiner Silbe. Am nächsten Tag, den 11.12.2009, verteilte Stephen Flyer für seinen Arbeitgeber und er begegnete noch mehreren Personen, unter anderem half er 2 ausgesperrten Mädchen. Er traf einen Mitarbeiter des örtlichen Bischofs und sprach mit ihm. Dieser Mitarbeiter versprach Stephen, ihm zu helfen, dass er ab 2010 wieder einen Job für ihn hätte.
Viel mehr gibt es zu diesem Tag nicht zu berichten. Am nächsten Tag, den 12.12.2009, fuhr Steven wieder los. Sein Handy klingelte bei einem Mobilfunkmast in Overton, Nevada. Abends kaufte er wieder Benzin ein und er holte sich auch ein paar Snacks in einem Supermarkt in Mesquite, Nevada. Es ist aber unbekannt, wieso er in dieser Gegend unterwegs war. 3 Stunden nach dem Supermarktbesuch kaufte er ein Babylätzchen und Kekse. Vermutlich handelt es sich hierbei um Weihnachtsgeschenke für die Familie seines Bruders. Ein Nachbar von Steven sagte, er wäre gegen 22 Uhr in seine Wohnung zurückgekehrt. Eine halbe Stunde später ging er aber schon wieder. Und der Nachbar konnte nicht sagen, ob Steven wieder zurückgekehrt ist. Kommen wir nun zum 13.12.2009, dem Tag des Verschwindens von Steven Kocher. Am Morgen dieses Tages rief ein Mitglied der Gemeinde Steven an und sagte, er würde es nicht rechtzeitig zum Gottesdienst um 11 Uhr nach St. George schaffen und fragte, ob Steven die Leitung des Gottesdienstes übernehmen könne. Der Anrufer war in Las Vegas unterwegs. Steven sagte, er wäre ebenfalls in der Gegend von Las Vegas, ca. 240 Kilometer entfernt von St. George. Er würde aber, wenn es nötig wäre, zurückfahren. Wenig später rief ein weiteres Mitglied der Gemeinde Steven an. Es ging in diesem Gespräch um ungefähr den gleichen Inhalt. Beide Anrufer berichteten kein besonderes Verhalten. Steven war ganz normal wie immer. Um 11.54 Uhr taucht dann plötzlich Stevens Auto auf einer Überwachungskamera vor einem Altersheim auf. Das Auto fährt an der Kamera vorbei und es begibt sich an die Stelle, wo es später gefunden werden soll. 6 Minuten später sieht man auf der gleichen Kamera eine Person, die Steven sehr ähnlich sieht, die in die entgegengesetzte Richtung läuft. Diese Person hielt etwas in der Hand. Dieser Gegenstand sah aus wie ein Aktenordner oder eine Mappe. Eine weitere Überwachungskamera nahm ein Spiegelbild auf von der gleichen Person. Aber dann verschwand diese Person. Und dann verschwand auch Steven. Für immer. Bevor ich auf die Suche eingehen werde, kurz ein paar Informationen zu seinem Handy. Das ist auch interessant. Sein Mobiltelefon blieb noch länger aktiv. Gegen 17 Uhr klingelte es an einer Kreuzung, 16 Kilometer nordöstlich von seinem Parkplatz. Wiederum 2 Stunden später wählte es sich in einem anderen Mobilfunkmasten ein, wieder 3,2 Kilometer weiter nördlich von der vorherigen Stelle. Am nächsten Morgen klingelte es erneut, wieder 2 Kilometer weiter nördlich. Das Telefon blieb die nächsten beiden Tage in der Funkzelle eingewählt. Und dann gab es keine Aktivität mehr. Vermutlich war der Akku dann leer. Stevens Auto wurde einen Tag nach dem letzten Handysignal gefunden von einer Parkaufsicht. Im Inneren des Wagens fand man einen Flyer der Fensterreinigungsfirma, für die Steven arbeitete. Die Parkaufsicht rief diese Nummer an und Stevens Chef ging ans Telefon und gab ihnen seine Handynummer. Auf Stevens Handy hinterließen sie eine Mailbox-Nachricht. Und später riefen sie seine Mutter an. Wir blicken jetzt schon auf den 17.12.2009. Stevens Mutter rief zurück und da bemerkte sie, dass seit einer Woche kein Mitglied mehr der Familie Kontakt mit Steven hatte. Und sie meldete ihn nun als vermisst. Stevens Bruder und seine Schwester kamen auch und unterstützten bei der Suche. Die Familie suchte wirklich überall, in Gefängnissen, in Leichenhallen, in Krankenhäusern, in der Gegend von Las Vegas. Aber es gab keine Spuren von Steven. Anschließend gab es einen Tipp von einem Mitarbeiter in einem Restaurant. Dieser sagte, dass eine Person, die Steven ähnlich sah, 3 Wochen jeden Tag in seinem Restaurant gegessen hatte. Aus diesem Grund ging die Familie dort 4 Tage in Folge essen und wartete ab, ob diese Person wieder auftauchen würde. Aber diese Spur verlief sich leider im Sand. Es gab einen weiteren Zeugen im Restaurant. Und dieser Zeuge gab eine ganz andere Beschreibung des Mannes an. Also es handelte sich hierbei wohl nicht um Steven. Aber nicht nur Stevens Familie war sehr aktiv bei der Suche. Auch die Las Vegas Metropolitan Police durchsuchte unter anderem Häuser in der Gegend, wo das Auto geparkt worden ist.
Es wurde auch ein Helikopter eingesetzt, Geländefahrzeuge und Spürhunde suchten nach ihm. Um Weihnachten herum ging man an die Medien und es gab in der Gegend große Aufmerksamkeit. Im folgenden Jahr, 2010, war ein Suchtrupp unterwegs. Dieser durchkämmte die offene Wüste, westlich vom Parkplatz, wo sein Auto gefunden worden ist. Es gab einen Hinweis, aber in dieser Gegend konnte nichts gefunden werden. Wieder ein Jahr später, im Jahr 2011, bekam der Fall noch mehr Tragik. Stevens Vater starb, eventuell nach einem Schocksyndrom. Kurz vorher wurden Dreharbeiten zu der Sendung Disappeared abgeschlossen. Und in einer Folge von Disappeared sollte auch der Fall von Stephen Kocher behandelt werden. Vielleicht war das für den Vater zu viel. Ein Cousin von Stephen erstellte auch noch eine Facebook-Seite für Hinweise. Aber auch hier kam man nicht weiter. Im Jahr 2015 gab es eine weitere Suchaktion. An einem Hügel südlich von Anthem. Aber es wurde wieder nichts gefunden. Und seitdem gibt es keine neuen Hinweise, keine neuen Spuren. Stephen ist einfach verschwunden. Kommen wir wieder einmal zu den offenen Fragen in diesem mysteriösen Fall. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Frage 1. Warum diese langen Roadtrips? Warum war Stephen in der Zeit vom 10. bis 13. Dezember so viel unterwegs? Insbesondere am ersten Tag fuhr er 1800 Kilometer und auch die weiteren Tage war er immer wieder lang gefahren. Wieso? Was waren seine Beweggründe? Hier wurde auch in vielen anderen YouTube-Videos, in Podcasts, in Artikeln viel spekuliert. Wollte Stephen eventuell nur seinen Kopf freikriegen, weil er diese finanziellen Probleme hatte und es ihm einfach zu viel geworden ist? Also setzte er sich hinter das Steuer und fuhr einfach los. Und er wollte vielleicht gar nicht mehr zu Hause sein. Er hatte Angst, dass er aus der Wohnung fliegen würde oder ihm der Strom abgedreht wird. Also setzte er sich in sein Auto und fuhr einfach weg. Und er wollte alles vergessen. Und vielleicht half ihm auch das Gefühl der Freiheit, wenn er unterwegs war. Und er kam aus diesen schlechten Gedanken raus. Was auf der anderen Seite aber auch spekuliert worden ist, dass er eventuell auf Jobsuche war. Und in den verschiedenen Orten, wo er hingefahren ist, eventuell Interviews hatte oder sich vorgestellt hat oder Hinweise bekommen hat, dass es dort Arbeit für ihn geben könnte. Und die Frage ist, wieso hat er dann niemanden davon erzählt? Und wenn er auf Jobsuche war, wäre natürlich auch der Punkt, wieso hat er sich so weit entfernt umgeschaut nach Jobs und nicht in der Gegend? Dann gab es auch noch die Spekulation, dass er in irgendwelchen kriminellen Machenschaften aktiv war, um so an Geld zu kommen. Aber hierfür gab es keine Bestätigung oder Hinweise aus seiner Vergangenheit. Es konnten auch keine Spuren in seinem Wagen gefunden werden. Frage 2. Wieso fuhr er zum Haus der Ex-Freundin? Das ist für mich ja auch ein interessanter Punkt. Ich meine, es ist wahrscheinlich keine alltägliche Situation, dass man einfach bei den Eltern der Ex-Freundin unangemeldet vorbeischaut. Und sie sagten ja auch, dass sie Stephen nicht erwartet hätten und sehr überrascht gewesen sind. Sie aßen ja zu Mittag und Stephen erzählte ihnen, dass er Verwandte in Sacramento besuchen wollte, obwohl er dort gar keine Verwandten hatte. Also hatte sie angelogen, aber wieso sagte er nicht die Wahrheit, wieso er in der Gegend unterwegs war? Er hätte ja sagen können, er wäre auf Jobsuche oder wollte einfach mal den Kopf frei bekommen. Wieso hielt er dort an? Wollte er noch mit seiner Ex-Freundin sprechen? Wollte er diese zurückhaben oder sie um Geld bitten? Frage 3. Warum erzählte er niemanden von seinen großen Reisen? Niemand wusste von seinen großen Roadtrips, weder seine Mutter oder generell seine Familie, auch nicht seine Geschwister, aber auch niemand aus seiner Gemeinde. Warum sagte er nichts? Schämte er sich, weil er sich vielleicht für Jobs bewerben würde, die nicht so gut angesehen sind? Oder war er wirklich in zwielichtigen Kreisen unterwegs?
Oder wollte er einfach, wie schon in der ersten Frage erwähnt, einfach mal den Kopf frei bekommen und auch mit niemandem darüber reden, einfach für sich sein und entspannen und die ganzen Sorgen zu Hause vergessen. Deswegen sagte er niemandem Bescheid. Frage 4. War die Person auf der Kamera tatsächlich Steven? Das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Also was ich gelesen habe in mehreren Quellen, traf die Beschreibung schon sehr auf Steven zu. Und die Kamera hat ihn ja auch 6 Minuten später eingefangen, nachdem er sein Auto abgestellt hatte. Also ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass es Steven war. Und auf der Kamera hat man ja gesehen, dass er einen Aktenordner oder eine Mappe in der Hand hielt. Das spricht natürlich schon wieder für eine Bewerbung, für ein Vorstellungsgespräch. Was meint ihr? Wieso hatte er diese Mappe dabei? War es ein Vorstellungsgespräch oder etwas ganz anderes? Frage 5. Was hat es mit den Bewegungsdaten seines Handys auf sich? Es bewegte sich ja immer ein paar Kilometer weiter Richtung Norden. Aber wie konnte das sein? Ist er in der Gegend herumgelaufen? Hat jemand anders das Handy gefunden? Wurde es ihm abgenommen? Aber wieso hat man das Telefon nicht gefunden? Ich glaube, hier sind wir an einem Punkt, den es in anderen Fällen ja auch schon gab, über die ich berichtet hatte, dass die Bestimmung des Handys, also des Ortes, mit Hilfe von Mobilfunkmasten nicht immer hundertprozentig genau möglich ist. Vielleicht war es auch die ganze Zeit am selben Ort und die Bestimmung war nicht hundertprozentig korrekt. Wobei man sagen muss, die erste Bewegung war ja relativ groß, das waren ja 16 Kilometer. Die weiteren Bewegungen waren in einem kleineren Radius, nur 3,2 und 2 Kilometer. Also ich denke mal, die Bewegung, die erste mit 16 Kilometern, hätte man schon gut feststellen können. Frage 6. Wieso hat niemand Steven gesehen? Warum gibt es keine Zeugen? Die Polizei ging mehreren Hinweisen nach. Ich weiß nicht, aufgrund von Zeugenaussagen oder anderen Spuren, die entdeckt worden sind. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist die Zeugenaussage in einem Restaurant, die sich später als fehlerhaft herausgestellt hat. Aber wieso gab es keine weiteren guten Hinweise, keine weiteren Personen, die Steven gesehen haben? Vielleicht, weil Steven auch nicht unbedingt groß auffällt. Er ist 1,80 Meter groß und ja, schaut einfach recht normal aus, sage ich mal. Wenn man ihn auf der Straße begegnet und er sich nicht besonders auffällig verhält, kann man vielleicht, ja, sich vielleicht nicht mehr danach zurückerinnern, dass man Steven gesehen hat. Was meint ihr? Das waren nun meine offenen Fragen. Habt ihr weitere offene Fragen? Dann stellt diese gerne wieder in die Kommentare. Kommen wir nun zu den Theorien. Hier sprechen wir wieder einmal über die üblichen 4 Kategorien. Suizid, freiwilliges Verschwinden, Unfall und ein Verbrechen. Viele spekulieren, dass Steven eventuell seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Er hatte, wie bereits am Anfang berichtet, große finanzielle Sorgen. Er fand auch keinen neuen, besseren Job und war deswegen bestimmt unzufrieden. Auf der anderen Seite berichtete seine Mutter, dass er im letzten Telefonat sehr optimistisch war und sich schon auf Weihnachten freute. Außerdem hatte er schon Weihnachtsgeschenke für seinen Bruder besorgt. Das zweite wäre ein freiwilliges Verschwinden. Er war auch schon in den Tagen vorher, hatte ich ja gesagt, auf seinen großen Roadtrips unterwegs. Vielleicht hatte er auch vorher schon mit dem Gedanken gespielt zu verschwinden und hat sich dann nicht getraut oder es kam irgendetwas dazwischen. Und dann am 13.12. hatte er tatsächlich den Mut zusammengefasst und ist verschwunden. Vielleicht gab es aber auch ein Ereignis. Vielleicht hatte er tatsächlich ein Vorstellungsgespräch und er hatte große Hoffnungen und wurde dann wieder enttäuscht. Und dann ist er einfach abgehauen und wollte irgendwo anders ein neues Leben beginnen. Vielleicht schämte er sich auch, dass er bald aus seiner Wohnung fliegen würde, dass er einfach keinen guten Job findet. Und das wollte er seinen Freunden, seiner Familie und den Mitgliedern seiner Gemeinde einfach nicht sagen. Und deswegen ist er einfach weggegangen. Über einen Unfall lässt sich nur spekulieren.
Sein Wagen wurde ja gefunden und da gab es keine Unfallspuren. Leider konnte man bisher sein Handy nicht entdecken. Das wäre auch nochmal ein interessanter Ansatzpunkt, finde ich. Also, solange man ihn nicht findet, weder lebend oder auch verstorben, kann man dazu, glaube ich, wenig sagen oder wirklich nur spekulieren. Kommen wir nun zu der Verbrechenstheorie. Auch hier gab es in seinem gefundenen Wagen keine Hinweise. Es gab keine Spuren von Drogen oder anderen illegalen Substanzen. Es wurde ja auch oft spekuliert, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass er vielleicht im kriminellen Milieu unterwegs war und sich so schnelles Geld beschaffen wollte. Und dann ist er eventuell an die falschen Personen geraten und hat dann Ärger bekommen und wurde anschließend Opfer eines Verbrechens. Aber wie gesagt, es gab keinen Hinweis in seinem Wagen oder irgendwelche Hinweise aus seiner Vergangenheit. Es wurde sicherlich auch seine Wohnung durchsucht und seinen PC. Aber auch hier fand man, zumindest habe ich nichts darüber gelesen, keine Hinweise, dass er in diesem Milieu unterwegs war. Natürlich kann er auch zufällig an jemand Falsches geraten sein. Aber auch hierfür gibt es keine Spuren. Die Familie von Steven glaubt, er ist an diesen Ort gefahren, wo er verschwunden ist, um eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Dafür spricht ja auch die Mappe, die er dabei hatte. Und dass er generell positiv gestimmt war. Die Familie glaubt nicht an einen Suizid. Er war optimistisch im letzten Telefongespräch mit seiner Mutter und freute sich auf Weihnachten. Hatte schon Geschenke besorgt. Und er war ja auch generell aktiv in seiner Gemeinde. Und auch die Familie war ihm wichtig. Abschließend noch eine zusätzliche Theorie, die immer mal wieder aufgekommen ist. Zwar, dass es eine Verbindung zu einem anderen Fall gibt, und zwar zum Fall von Susan Powell. Steven verschwand eine Woche nach Susan Powell. Sie hatte Probleme mit ihrem Ehemann. Und es wurde dann spekuliert, dass sie eventuell mit Steven durchgebrannt ist. Es wurde auch überprüft, aber es gab keine Hinweise, dass es irgendeine Beziehung oder irgendeine Verbindung zwischen Susan und Steven geben würde. Also hat man das ausgeschlossen, sowohl von Seiten der Polizei als auch von Seiten von Stevens Familie. Was glaubt ihr, was ist mit Steven passiert? Wie ist er verschwunden? War es bewusst oder wurde er tatsächlich Opfer eines Unfalls oder eines Verbrechens? Lasst das gerne in den Kommentaren da. Noch kurz meine Einschätzung zu dem Fall. Was glaube ich, ist passiert? Also einen Unfall kann ich ausschließen, beziehungsweise es gibt einfach nicht genügend Hinweise, die dafür sprechen würden. Auch ein Verbrechen ist nicht sehr wahrscheinlich. Dann hätte man eventuell irgendetwas gefunden. Sei es in seinem Auto oder aus seiner Vergangenheit. Auf der anderen Seite hatte er große finanzielle Probleme. Und wenn Menschen in die Ecke gedrängt werden und große Sorgen haben, sind sie natürlich auch zu vielen Dingen bereit. Ein freiwilliges Verschwinden, das heißt, dass Steven abgehauen ist und jetzt irgendwo anders lebt und es ihm gut geht, das wäre natürlich sehr schön. Ich meine, das wünscht sich nicht nur seine Familie, das wünscht ihr euch sicher auch und ich auch, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube leider tatsächlich, dass sich Steven das Leben genommen hat. Es wurde ihm vielleicht alles zu viel. Die großen Schulden, die er hatte, die Angst, eventuell bald obdachlos zu sein und auch die verzweifelte und erfolglose Suche nach einem besseren Job. Eventuell fühlte er sich wertlos und war von sich selber immens enttäuscht. Vielleicht schämte er sich auch vor seiner Familie, vor seiner Gemeinde und konnte einfach nicht mehr. Natürlich gab es dann noch dieses Telefongespräch mit seiner Mutter, wo er optimistisch wirkte, sich auf Weihnachten freute und auch anschließend Geschenke kaufte. Aber gerade wenn man jetzt von einer eventuellen Depression vielleicht ausgeht, ist es ja nicht so, dass die Menschen in gewissen Phasen nicht auch optimistisch sein können. Man sieht es den Personen ja auch nicht immer direkt an. Vielleicht war er am 13.12. wieder unterwegs zu einem Vorstellungsgespräch und
Er hatte riesen Hoffnungen, dass das diesmal funktionieren würde. Und dann hat es wieder nicht geklappt. Vielleicht hatte er es aus seiner Sicht dann selbst versaut und sah einfach keinen Ausweg mehr. Das wären jetzt meine Gedanken dazu. Auch wenn es sehr, sehr traurig ist und ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, gerade weil sein Vater auch kurz danach verstorben ist, dass seine Mutter, seine Geschwister, seine Freunde irgendwann wissen werden, was mit ihm passiert ist. Ich bin wieder einmal gespannt auf eure Kommentare zu diesem Fall, zu den offenen Fragen, zu den Theorien und eure allgemeinen Gedanken. Ich habe auch am Donnerstagabend ein Statement abgegeben im Community-Tab. In diesem Statement habe ich ein bisschen über die Gedanken geschrieben, die in der letzten Zeit in meinem Kopf herumgegangen sind, wie ich mir den Kanal weiterhin vorstelle. Also auch hier könnt ihr gerne eure Kommentare hinzufügen, eure Wünsche äußern. Vielen Dank für euer Feedback und vielen Dank für eure Unterstützung. Der Kanal wächst weiter und ich finde es toll, vor allem, dass immer mehr Diskussionen auch zwischen euch entstehen. Und ich bin natürlich auch kein Experte in vielen Bereichen. Das hat man auch wieder beim letzten Video gemerkt, wo es um die Bergtour ging. Und ich finde es wahnsinnig toll, wenn sich dann Menschen melden, die aus diesem Thema kommen, die vielleicht sogar beruflich damit Erfahrung haben oder das eben schon seit Jahren praktizieren. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit, lasst gerne viele Kommentare da, auch gerne ein Like und ein Abo. Und dann bis nächste Woche und zum nächsten Fall hier bei Krimi Puzzle. Ciao.